In der Hinserie sind wir sehr erfolgreich gewesen in der Gruppenphase und das versuchen wir natürlich jetzt auch in die K.O.-Phase mitzunehmen. Und auch wenn die Gegner, muss man ja sagen, oder mit Krasnodar jetzt natürlich ein ganz anderes Kaliber hat als in der Gruppenphase. Wir haben jetzt eine relativ lange Anreise, das bedeutet auch mehr Stress, als es vielleicht in der Bundesliga oder im Bundesliga-Alltag ist. Und ja, wir müssen gewarnt sein, voll fokussiert sein und dann heiß an die Aufgabe rangehen. Unsere Hürde heißt jetzt erstmal Krasnodar, die müssen wir erstmal nehmen und dann schauen wir mal, was für Mannschaften noch drin sind. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so der kleine Bruder von der Champions League, aber die Mannschaften, die noch drin sind, klingen dann schon auch nach Champions League. Die generelle Entwicklung der Mannschaft ist gut, dass wir da im Detail noch arbeiten müssen, auch an Sachen, das ist normal, das ist auch nicht anders zu erwarten und deswegen, glaube ich, sind wir da auf einem guten Weg, den wir mit Sicherheit auch morgen zeigen werden.